Wenn wir von einem Line-Up sprechen, das zentrale Rolle für die Bekanntheit der Firma Xiaomi trägt, dann können wir die Redmi Note-Reihe nicht außer Acht lassen. Schon das erste Note 8 Pro hat vor 5 Jahren äußerst viele Kunden mit der starken Hardware für wenig Geld überrascht. 2 Jahre darauf brachte das Redmi Note 10 Pro ein 120 Hz OLED-Display in den Preis von unter 300 Euro, was sich sofort zum neuen Standard etablierte. In den vergangenen 3 Jahren hat der Hersteller jedoch ihre Strategie verändert und die Preise wesentlich angehoben, weswegen unsere Erwartungen an die heutige Redmi Note-Serie nicht mehr mit den ehemaligen vergleichbar sind. Das diesjährige Note 13 Pro Plus startet direkt mit einer UVP von 499 Euro. Zeugt mit einem MediaTek Ultra-Prozessor sowie 200 Megapixel Hauptkamera, aber auch von hoher Konkurrenzfähigkeit. Da stellt sich die Frage, ob es sich hier noch um das gute alte Xiaomi handelt, das wir kennen. Dies ist vielleicht das tiefgreifendste Review zum neuen Redmi Note 13 Pro Plus, das du finden kannst. Doch wenn wir vom wichtigsten Feature des neuen Redmi Note 13 Pro Plus sprechen, so wird es ohne Frage das Kamerasystem sein. Letztes Jahr erst vorgestellt, hat sich die Auflösung von 200 Megapixeln schon in der Mittelklasse verbreitet. Bei ihm handelt es sich jedoch nicht um den gleichen Sensor wie in den Samsung Flaggschiff-Modellen, sondern um eine schwächere Variante von ihm, der Samsung HP3, der jedoch trotzdem eine Sensorgröße von ganzen 1 zu 1,4 Zoll vorweisen kann. Wir haben uns daher einen ziemlich starken Gegner bei der Kamera als Referenz ausgesucht, um einen Vergleich vorzunehmen, das letztjährige Honor 90. Am Tag zeichnen sich die Bilder durch einen recht hohen Kontrast und recht flache Farbtöne wieder, die dem Vorgänger mit MediaTek-Prozessor ähneln. Dadurch wirken die Bilder manchmal nicht so stimmungsvoll wie bei den anderen Geräten, jedoch immerhin recht konsistent. Leider kommt es in manchen Situationen noch zu recht verfälschten Farben, beispielsweise eine starke rötliche Färbung über das Bild, was durchaus recht störend auffällt. Immerhin verfügen die Bilder über einen recht hohen Detailgrad, man merkt aber jedoch auch die leicht künstliche Nachschärfung, die einen etwas komprimierten Look verursacht. Nutzt man die volle Auflösung des hochauflösenden Sensors aus, kann man Bilder auch direkt mit 200 Megapixeln schießen. Diese sehen natürlich wesentlich detailreicher und weniger überschärft aus, verbrauchen jedoch auch pro Bild ungefähr eine Dateigröße von 80 MB. Das ist im Alltag also eher nicht ratsam. Der größere Vorteil besteht darin, dass man durch einen Crop in diesen Sensor auch bei leichtem digitalem Zoom noch relativ scharfe Bilder schießen kann. Zum Beispiel bei zweifacher Vergrößerung sehen wir einen Vorteil gegenüber dem Honor 90. Bei den Nachtaufnahmen im Nachtmodus können wir dem Redmi Note 13 Pro Plus anschließend jedoch einen deutlichen Vorteil zusprechen, obwohl die Optimierung vor 2 Generationen noch miserabel gewesen ist. Eine sehr hohe Bildschärfe, viele Details und ein guter Dynamikumfang zeichnen die Bilder aus. Rein von der Qualität des Fotos ist schon kein deutlicher Unterschied zu Modellen wie dem Xiaomi 14 mehr zu erkennen. Redmi ist also tatsächlich dazu in der Lage, die Vorteile des großen Sensors voll auszuschöpfen. Das muss man einmal lobend anerkennen. Die Farbwiedergabe bleibt auch bei Dunkelheit recht zurückhaltend. Die Farben werden nicht besonders stark gesättigt. Es wird der matte Bildstil beibehalten. Bei der zweiten verbauten relevanten Kamera handelt es sich um den Ultraweitwinkel, der weiterhin den altbekannten Sensor mit 8 Megapixeln nutzt. Dieser ist im Vergleich zur Hauptkamera natürlich deutlich schwächer und kann nicht mit dem Honor 90 mithalten. Am Tag kann man mit ihm hin und wieder mal einen Schnappschuss einfangen, wenn man keinen hohen Wert auf eine hohe Schärfe legt. Bei Nachtaufnahmen wird die Qualität jedoch ziemlich schnell unbrauchbar. Das Nutzungserlebnis in der Kamera hat sich mit dieser Generation auch deutlich verbessert. Die Vorschau ist scharf und entspricht meistens dem Ergebnis. Die Performance ist ebenfalls zufriedenstellend. Lediglich die Videoaufnahmen, die mit einer Qualität von bis zu 4K bei 30 Bildern pro Sekunde geschossen werden können, sind noch immer nicht gut optimiert. Neben dem Honor 90 sieht man hier die mangelnde Schärfe sofort. Dennoch stellt die Kamera insgesamt eine Stärke des Redmi Note 13 Pro Plus dar. Sie können die Vorteile des großen Sensors mit hoher Auflösung endlich gut ausschöpfen. Im Preisbereich der Mittelklasse kann man von den anderen Aspekten neben der Hauptkamera leider einfach nicht viel erwarten.
Lediglich die Konkurrenz von Google mit dem Pixel 7a bietet in dieser Hinsicht eine noch bessere Optimierung. Wenn euch dieses Video bis hierhin informiert hat, abonniert den Kanal und gebt ihn einen Daumen nach oben, denn das ist die einfachste Möglichkeit für euch, um unsere tiefgreifenden Inhalte weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank! Kennt ihr schon die süßeste Form, euer Smartphone aufzuladen? Das ist hier tatsächlich kein Spielzeug, sondern ein hochleistungsfähiges Ladegerät, der Ugreen Nexode RG 65 Watt Charger. Es hat die Form eines kleinen Roboters, lässt sich mit seinen Füßen in die Steckdose stecken und hat auf der Vorderseite ein kleines Display, das euch den Zustand beim Aufladen über Gesichtsausdrücke anzeigt. Das versüßt nicht nur die Optik von eurem Kabelsalat am Schreibtisch, sondern ist auch unterwegs ein echter Hingucker. Das Gerät selbst unterstützt Schnellladen mit bis zu 65 Watt, sodass ihr euer MacBook Air in einer halben Stunde über die Hälfte aufladen könnt. Ihr könnt in den zwei USB-C und dem USB-A-Anschluss jedoch auch mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Dabei unterstützt der Nexode RG 65 Watt Charger zahlreiche Ladeprotokolle. Zum Beispiel könnt ihr euer Galaxy S24 Ultra mit 45 Watt USB-PD-Geschwindigkeit aufladen. Oder ihr teilt euch den Strom und ladet gleichzeitig euren Laptop und Smartphone auf. Ugreen ist ein renommiertes, global agierendes Technologieunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige elektronische Geräte und Zubehör spezialisiert hat. Ich persönlich bin auch schon seit vielen Jahren privat ein Nutzer dieser Produkte. Umso mehr erfreut mich die Unterstützung bei diesem Video. Schaut gerne bei den Links in der Videobeschreibung vorbei, um euch die neuesten Produkte der Nexode-Serie zu sichern. In der Vergangenheit haben mir das Kapitel des Designs bei günstigen Mittelklasse-Smartphones von Xiaomi immer so kurz wie möglich gehalten, da sie ihre starke Hardware immer auf Kosten von diesem verbaut haben. Die Vorgänger waren immer dazu ausgelegt, sie nach dem Auspacken sofort in eine Hülle zu verstecken. Daneben stellt die neue Redmi Note 13 Pro Serie wirklich eine 180-Grad-Wende dar, die einen zunächst wirklich überrascht. Es fühlt sich deutlich hochwertiger an und gibt äußerlich ein Gefühl wieder, das dem Preis haptisch tatsächlich entsprechend ist. Besonders ist es hierbei das Edge-Display, also die Vorderseite, die zu den Rändern hin abgerundet ist. Auch wenn dieses Design schon seit seiner Einführung gefühlt mehr Gegner als Fans hatte und daher in den Premium-Smartphones der letzten Jahre auch zunehmend eingestellt wird, kann man nicht leugnen, dass es einfach ein Gefühl von Hochwertigkeit mit sich bringt, vielleicht gerade, weil wir es aus den teuren Smartphones kennen. Viel entscheidender ist jedoch auch die bessere Verarbeitung, die mit dem abgerundeten Display einhergeht. Die Übergänge und Kanten sind nicht mehr so billig aneinander geklebt, es wird auf einer Kunststoffschicht verzichtet, das Display geht nahtlos in den Rahmen und dann die Rückseite über. Das verleiht nicht nur ein deutlich angenehmeres Gefühl in der Hand, das Gerät fühlt sich auch an wie aus einem Guss. Im Kontrast zur Rück- und Vorderseite ist der Rahmen weiterhin abgeflacht. Vom optischen her verzichtet Redmi leider weiterhin auf jegliche Konsistenz oder auf Wiedererkennungswert, sondern entwickelt wieder eine komplett neue Designsprache für diese Generation an Produkten. Dieses Mal ist sie sogar ziemlich offensiv. In allen drei Farbvarianten wird das obere Drittel der Rückseite farblich hervorgehoben und dann in drei Rechtecke aufgeteilt. Die Kameras stehen nun einzeln wie Röhren aus der Rückseite hervor. Ziemlich deutlich sogar, bei der Bedienung auf dem Tisch wackelt das Gerät dadurch stark. Schließlich können wir heute auch in der Mittelklasse nicht mehr auf die großen Sensoren für schicke Nachtaufnahmen verzichten. Drehen wir das Gerät um, erhalten wir auf der Vorderseite durch das Edge-Display sogar eine ziemlich schicke Optik. Die Ränder auf allen vier Seiten sind relativ dünn und das Loch für die Frontkamera nicht besonders störend. Es wurde, im Kontrast zu Samsung beispielsweise, abgedunkelt. Das Highlight im Bereich des Designs ist dieses Jahr jedoch die Tatsache, dass Redmi tatsächlich auch in ihrer günstigen Note-Serie eine offizielle IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Wasser und Staub bietet, zumindest beim Plus-Modell. Damit ist es offiziell gegen das Eintauchen in bis zu 1,5 Meter Tiefe für ganze 30 Minuten geschützt. Insgesamt können wir eigentlich sagen, dass das Design des Redmi Note 13 Pro Plus keine Schwäche mit des Gerätes mehr darstellt. Für sein großes Volumen liegt es angenehm in der Hand und ist dem Preis angemessen verkleidet. Leider hat sich der Vibrationsmotor im Inneren des Geräts nicht verbessert. Er gibt ein ziemlich trägendes haptisches Feedback von sich. Bei ihm merkt man auf jeden Fall einen Unterschied zu den guten X-Achse-Linear-Motoren, die in teuren Geräten verbaut sind. Es ist also empfehlenswert, das haptische Feedback etwas leichter einzustellen, damit es zumindest etwas hochwertiger wirkt.
Über das Konsumerlebnis brauchen wir uns bei Xiaomi keine Sorgen machen. Vor inzwischen 3 Jahren waren sie mit dem Redmi Note 10 Pro der erste Hersteller, der das 120 Hz OLED-Display in den Preisbereich von unter 300 Euro brachte. Das hat sich bis heute als Standard etabliert. Beim Redmi Note 13 Pro Plus hat das auch wieder eine exzellente Qualität. Die Auflösung wurde sogar ähnlich wie bei den Premium-Modellen etwas erhöht auf rund 1,5K, was eine PPI von rund 450 ergibt, etwas schärfer als bei vergleichbaren Smartphones. Das Display wird nicht von Samsung gefertigt, hat jedoch dennoch eine ziemlich hohe Farbgenauigkeit und stabile Blickwinkel. Die Helligkeit ist mit bis zu 1200 Nits im automatischen Modus bei Sonneneinstrahlung exzellent. Auch draußen im Sommer sollte es keine Probleme bei der Ablesbarkeit geben. Darüber hinaus bietet es ein PWM-Dimming mit 1920 Hz, was ziemlich schonend für die Augen ist. Auf dieses Problem sind wir in vergangenen Videos bereits näher eingegangen. Um in die Software zu gelangen, befindet sich auf der Unterseite ein optischer Fingerabdrucksensor, der jedoch leider zu tief positioniert ist. Er entsperrt dennoch in einer zuverlässigen Geschwindigkeit. Intern befindet sich anschließend ein neuer, recht unbekannter Chipsatz, nämlich der MediaTek Dimensity 7200 Ultra, ein Mittelklasse-SoC des Wettbewerbers von Qualcomm. Er wird im TSMC 4-Nanometer-Verfahren gefertigt und konkurriert mit dem Snapdragon 7 Gen 1. Vom Namen her kann man eigentlich eine ziemlich signifikante Verbesserung erwarten. Schließlich setzte der Vorgänger noch auf einen Dimensity 1080. Diese Erwartung wird beim Test jedoch ziemlich schnell ruiniert. Die Leistung ist bei der CPU nur um rund 15-20% stärker, was ausgehend von der Schwäche des Vorgängers keine besonders gute Performance ist. Sowohl der alte Snapdragon 778G als auch der Snapdragon 7 Gen 1 sind leistungstechnisch überlegen. Etwas besser sieht die Situation zumindest bei der verbauten Grafikeinheit aus, die zwar knapp doppelt so stark wie der Vorgänger, aber immer noch schwächer als viele Wettbewerber zu seinem Preis ist. Es scheint so, als würde Redmi softwareseitig die Leistung des Prozessors nicht maximal ausschöpfen, denn bei einem 20-minütigen Stresstest sehen wir, dass es im Prinzip kaum an Leistung verliert und auch keine Hitze produziert. Im Alltag reicht diese Performance heute natürlich aus. Auch die Bedienung in der Software läuft, so gut wie es für MIUI geht, problemlos. Wenn ihr jedoch anspruchsvolle Aufgaben oder viel Multitasking mit eurem Smartphone macht, kann es schon heute zu vereinzelten Rucklern kommen. Viel entscheidender ist jedoch der Faktor der Langlebigkeit, den wir schon immer betont haben. Hierfür stellt der Chipsatz einfach die Grundlage dar. Viele Mittelklassegeräte der Vergangenheit, die keinen besonders starken Prozessor verbaut hatten, sind schon nach wenigen Jahren schnell unbenutzbar geworden. Gerade für den Preis des Redmi Note 13 Pro Plus hätte man hier also durchaus mehr erwarten können. Hinsichtlich der Software ist die aktuelle MIUI 14 Benutzeroberfläche installiert, die auch schon die Version zu Beginn des Redmi Note 12 Pro war. Es wird derzeit jedoch wohl schon das neue Update auf die neue HyperOS Software ausgerollt, die vermutlich bald zu erwarten ist. Darüber hinaus gibt es jedoch auch zahlreiche Modelle, bei denen es schon angekündigt wurde, dass sie dieses vermutlich nie erhalten werden. Doch eigentlich sollten wir unsere Worte zur Software nicht so negativ starten, denn es gilt auf jeden Fall hervorzuheben, dass Xiaomi nun zumindest etwas mehr auf die Bedürfnisse der europäischen Kunden eingeht und bei der Redmi Note 13 Serie nun endlich einen guten Software-Support garantiert. Konkret werden alle Modelle 3 Jahre Android und 4 Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Der mangelhafte Support war in der Vergangenheit immer eines der größten Argumente gegen die günstige Xiaomi Mittelklasse, das hiermit endlich entkräftet wird. Es bleibt neben der Garantie jedoch die Frage, wie zuverlässig die Updates dann tatsächlich erscheinen werden. Zumindest laut meinem aktuellen Stand Anfang April ist mein Redmi Note 13 Pro Plus weiterhin auf MIUI 14 und im Security Patch vom Oktober letzten Jahres. Abgesehen davon bleibt Xiaomi Software an sich leider weiterhin eine ziemlich große Schwachstelle. Während das Design als eine Stelle, an der man für die starke Hardware gespart hat, nun endlich verbessert wurde, verbleibt diese als letzter Kritikpunkt. Wenn man das Gerät eingerichtet hat, sieht man sofort, wovon sich Xiaomi einen Teil vom Preis wieder zurückgeholt hat. Ich habe schon lange kein Gerät mehr gesehen, das so viele Applikationen als Bloatware vorinstalliert hatte. Da kann es ungelogen erst einmal ein paar Minuten dauern, bis man die alle nacheinander deinstalliert hat.
Bei der Bedienung merkt man die typische mangelnde Anpassung und Optimierung. Zahlreiche System-Apps wie der Dateimanager sind weiterhin sehr schlecht, null auf die restliche Benutzeroberfläche angepasst und der Mi-Browser vergnügt einen hin und wieder mit billigen Schlagzeilen. Es wäre für die Zukunft wirklich wünschenswert, wenn das Produktteam von Xiaomi endlich mal realisiert, dass die Softwareerfahrung ein wichtiger Bestandteil des Nutzungserlebnisses ist, auf die die Kunden sehr viel Wert legen. Im aktuellen Zustand ist die MIUI definitiv nicht unbenutzbar. Sie hat aufgrund ihrer Personalisierungsmöglichkeiten sicherlich auch zahlreiche Fans, doch man merkt definitiv, dass an der Optimierung gespart wurde. Bestätigt wird die Tatsache alleine dadurch, dass wir auf dem Redmi Note 13 Pro Plus wieder nur eine eingeschränkte Form von MIUI erhalten. Beispielsweise mangelt es an den zwei Ebenen in den Softwareanimationen, an manchen Stellen wurde der unscharfe Hintergrund entfernt, die bekannten Super Wallpaper sind auf dem Smartphone leider nicht mehr verfügbar. Das sind alles Maßnahmen, die Xiaomi bei ihren unendlichen Mittelklasse-Modellen mit etwas schwächerer Leistung vornimmt, um diese weniger zu beanspruchen. Mit etwas mehr Mühe in der Optimierung ließen sich jedoch auch sicherlich diese Features implementieren. Wie früher kauft man bei Redmi also eigentlich nur die Hardware und muss sich darauf auch schon beschränken. Über die letzten Jahre sind die Stimmen zu Xiaomis Mittelklasse, für die sie früher bekannt waren, immer negativer geworden. Mit ihrem neuen Premium-Fokus wurden auch alle Mittelklasse-Produkte deutlich im Preis angehoben, aber nicht wirklich verbessert. Bei der Redmi Note 13 Pro-Serie erkennen wir jedoch, dass sie das endlich anerkannt haben und mit richtigen Schritten dagegen arbeiten. Das Gerät bringt plötzlich neue Eigenschaften und Stärken mit sich, die man früher absolut nicht bei einem Redmi-Smartphone erwartet hätte. Es behebt die größten Schwächen seiner Vorgänger, also besonders die äußerliche Haptik und das Mangeln einer Update-Garantie. Darüber hinaus erhalten wir weiterhin die besonders starke Ausstattung, etwa im Bereich der Kamera, des Akkus und der Leistung, die wir von Redmi gewohnt sind und gewissermaßen bereits erwarten. Obwohl die Software leider weiterhin als eine Schwäche bestehen bleibt, ist das Redmi Note 13 Pro Plus insgesamt eine gelungene Fortsetzung und ein starkes Mittelklasse-Smartphone. Es startet in der Basisversion bereits mit 256 GB Speicher für eine unverbindliche Preisempfehlung von 450 Euro, die wieder zu hoch angesetzt ist. Bereits wenige Wochen nach Marktstart ist es jedoch bereits zu einem Preis von unter 400 Euro zu kaufen, wodurch das Gerät deutlich konkurrenzfähiger wird. Nach dieser Aufarbeitung der ziemlich deutlichen Schwäche der Mittelklasse in den letzten Jahren bin ich jedoch besonders gespannt auf die nachfolgende Generation der Redmi Note-Serie, in der sie hoffentlich noch mehr Schwächen, beispielsweise bei der Softwareoptimierung, verbessern können, um den hohen Erwartungen in nun sehr ausgereiftem Markt auch wieder gerecht zu werden. Okay, wenn euch dieses Video informiert oder inspiriert haben sollte, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren tiefgreifenden Videos rund um aktuelle Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.